Die nächsten Minuten sind dem deutsch-dänischen Krieg gewidmet, der auch der erste Krieg der drei deutschen Einigungskriege ist. Der deutsch-dänische Krieg fand vom 1. Februar bis 30. Oktober 1864 statt, wurde in Schleswig-Holstein und Jütland ausgetragen, begann mit dem Einmarsch preußischer und österreichischer Truppen in Schleswig und endete mit dem Frieden von Wien, der besagte, dass Schleswig-Holstein an Preußen und Österreich fallen. Auf der einen Seite stand das Königreich Dänemark mit seinem König Christian IX. Auf der anderen Seite stand der Deutsche Bund mit seinen beiden Hegemonialmächten Österreich und Preußen. Zu nennen sind Bismarck auf politischer Ebene und Moltke auf militärischer Ebene als besondere Personen in diesem Krieg. Was war der Hintergrund? Schleswig, Holstein und Lauenburg waren eigenständige Staaten, wurden aber in Personalunion mit Dänemark vom dänischen Monarchen regiert. Das war festgelegt im Londoner Protokoll von 1852. Holstein und Lauenburg waren zusätzlich Mitglieder des Deutschen Bundes, das heißt, der dänische König hatte als Herr über Holstein und Lauenburg eine Stimme im Deutschen Bund. Aus dänischer Sicht stellte sich die Situation durchaus schwierig dar, da es in Holstein antidänische und deutsch-nationale Bestrebungen gab. Holstein oder große Teile der Holstein-Bevölkerung wollten ein Teil Deutschlands sein und frei von dänischer Herrschaft. Ferner bestand die Absicht, insbesondere Schleswig, stärker in das dänische Königreich zu integrieren und die Reichseinheit in Dänemark zu gewährleisten. Auf der Seite des Deutschen Bundes waren die Hegemonialmächte Preußen und Österreich, die weiter nach Macht und Expansion strebten. Und die deutsche Bevölkerung wollte einen deutschen, zu großen Teilen, wollte einen deutschen Nationalstaat. Dann am 18. November 1863 wird die Novemberverfassung in Dänemark verabschiedet oder unterschrieben, die vorsieht, dass Schleswig stärker ins dänische Reich integriert wird. Dies war natürlich nicht im Interesse Preußens und Österreichs. Diese beiden Länder initiierten dann im Deutschen Bund das Verhängen der Bundesexekution, also das Entsenden von Truppen nach Holstein. Das geschah auch, preußische und österreichische Truppen marschierten nach Holstein und Preußen und Österreich stellten 1864 den Dänen ein Ultimatum, die Novemberverfassung aufzuheben und Schleswig von dänischen Truppen zu räumen. Das geschah nicht und dementsprechend marschierten preußische Truppen und auch österreichische Truppen in Schleswig ein. Es folgten einzelne Gefechte, es war noch nichts Entscheidendes, aber am 18. April wurden die Dübler Schanzen erstürmt, das war die Entscheidungsschlacht und Jütland, also der größte Teil Dänemarks, lediglich die Inseln blieben in dänischer Hand. Der größte Teil Dänemarks mit Jütland wurde von preußischen und österreichischen Truppen besetzt. Dementsprechend musste Dänemark den Frieden von Wien akzeptieren, bei dem es Schleswig und Holstein abtreten musste, mit leichten Grenzbereinigungen. Und Schleswig und Holstein kamen unter preußisch-österreichische Verwaltung. Und das waren auch die wesentlichen Folgen. Gebietsveränderungen waren, Lauenburg fällt an Preußen, Schleswig wird unter preußische Verwaltung gestellt, Holstein unter österreichische. Das legt natürlich die preußisch-österreichische Hegemonie im Deutschen Bund fest und der Dualismus zwischen, also das Streiten um die Vormacht im Deutschen Bund zwischen Preußen und Österreich verstärkt sich und kommt zwei Jahre später dann im Deutschen Krieg 1866 zum Höhepunkt. Die Nordgrenze des späteren Deutschen Reiches, das 1871 gegründet wird, ist festgelegt und die Motivation der Wille einer deutsch-nationalen Lösung, einer kleindeutschen Lösung, verstärkt sich und der Ruf dazu war Deutschland ohne fremde Mächte. Hier hatte man den dänischen König aus dem Deutschen Bund herausgekämpft, wenn man so will. Das war der deutsch-dänische Krieg in 5.